Servus da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Session Minecraft mit Freunden zusammen mit Honk. Moin! Tobi. Hallo. Und mir, Herrn Kittenkurmler. Und ich würde sagen, wir haben jetzt ein paar Stunden tollen Minecraft-Spaß-Content für euch und wir starten rein. Ne? Genau so sehe ich das auch. Und bitte. Bitte alle in den ganz normalen Survival-Modus gehen, wir wollen nicht irgendwelche Unterstellungen haben. Nein, wir sind nur im Kreativmodus hierher geflogen und deswegen für eine schöne Begrüßung. Der Kevin kann heute leider nicht, weil er ein bisschen zu viel Stress hat. Ja gut, ich würde sagen, ich gehe mal wieder zurück. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Okay, macht alle euren Kram. Ich weiß ja, der Herr Kittenkummler möchte heute, glaube ich, irgendwie eine Villager-Breeding, so eine Tönnies-Grube für Villager jetzt bauen, wenn ich das... Ja, dann mach das mal. Ich mag ja Tönnies-Gruben nicht so gerne. Ja, das ist Geschmackssache, Digga. Ja. So. Wir haben jetzt hier so eine tolle Anbindung hier. Das ist ja das Tolle hier. Habe ich aber erst jetzt hier durch gewisse Server-Tests experienced, ne? Ja, und gleich nochmal eine Meldung an alle, also es kann heute holprig werden, weil ich habe hier wieder meinen rottigen, ranzigen Linux-Server am Start, weil ich mal wieder sehen wollte, ob es funktioniert, und der hat gleich am Anfang uns tierischen Finger gezeigt, also es könnte heute vielleicht holprig werden, dann müssen wir halt einen neuen mieten irgendwie für die nächste Aufnahme, aber heute ziehen wir das hier durch. Stimmt. Heute ist Hardcore. Ich bin gerade noch wieder ein bisschen orientierungslos. Ja. AC, was soll das? Okay. Ja, ich mache erstmal ein bisschen Landwirtschaft zum Reinkommen. Jo. Oh, Herr Piglin. Mist, was willst du hier? Bist du gerade getötet? Nee, der Piglin hat sich jetzt, ist jetzt auch in der Oberwelt wahrscheinlich. Immer diese Poglins. Immer diese Poglins. Und die Zoglins und die Foglins und die Schnocklins, ja. So, und das ist auch übrigens die erste Folge Minecraft mit Freunden, hoffentlich, wenn OBS streikt, ne? Hallo, Herr Gast. So, und ich würde sagen, wir starten ganz gechillt rein mit ein bisschen Farm. Das finde ich aber geil. Ja, mache ich ja auch gerade. Und ich leuchte gerade meine Insel ein bisschen aus, damit ich hier nicht ständig Besuch habe. Und ich muss auch erstmal wieder reinkommen, weil ich habe jetzt. Die letzte Session hier ist ja fast schon 4 Monate her. Also. Das ist ewig gewesen. Also, ich muss mich erstmal wieder hier ein bisschen zurechtfinden, hier, wo überall mein Zeus ist. Das ist mein. Da war ja mein Handwerkszeus. Das hier ist Deko. Ja, das ist ein bisschen. Ich muss wieder reinkommen. Liebe Leute von heute, ich. Ja. Muss reinkommen. Ich habe übrigens einen kleinen Vorschlag zu machen. Wenn man arg viel an seine Zuschauerschaft zu erzählen hat, dann sollte man sich gefälligst muten. Würde ich für gut halten, weil man ansonsten nämlich, also eigentlich ist ja der Sprachchat hier unter uns eigentlich nur für unsere gemeinsame Kommunikation reserviert. Das ist mir bei einem gewissen früheren Mitglied dieser Community hier geflissentlich auf den Sack gegangen. Ich sag nur, Leute, ich find kein Diorit. An der Oberfläche, bekanntlich, ne? Ja. Das Intro heute, das ich aufgenommen habe, das ist so, ich glaube, so episch geworden. Ich brauche so ein bisschen Dirt und sie betreten den Freistaat Bayern, das seht ihr jetzt auch hier. Und was ihr auch hier seht, hier von meiner Base aus, das sind Eisspitzen. Ja, ich kann euch gerne mal, wenn ich dran denke, das Video vom Honk verlinken, wie er hier die Welt neu gemacht hat. Ich finde es sehr cool. Ja, findest du cool? Ja, ich find's extrem cool. Das freut mich. Ich find's auch cool. Also ich muss jetzt schon wirklich sagen, ich bin jetzt schon zweimal fast wieder gestorben. Das ist, glaube ich, irgendwie bei dir Standard, dass du ständig irgendwie stirbst, ne? Ja, ich sag nur Hallo, Mr. Creeper. Hey. Schön. Aha. Schönes Blau jetzt hier für mein tolles Schild. Sie betreten den Freistaat Bayern, ne? Wunderschön. Wunderbar.
wenn ich in letzter Zeit Bayern höre, dann denke ich immer, weil ich höre ja so gerne Franz Josef Degenhardt. Ist kaum noch bekannt, dieser Barde. Und da gibt es nämlich ein Lied, der Wind hat sich gedreht im Lande. Da kommt nämlich als zweites Teil ein Paukenschlag aus Bayern. Ich weiß nicht, womit das genau was zu tun hat. Sicherheit. Degenhardt war ja ein politischer Liederpauke. Ich höre dich auch gerade irgendwie ein bisschen schlecht. Ja, ich auch. Du bist so ein bisschen gedämpft gerade irgendwie extrem. Moment mal, da muss ich vielleicht hier ans Mikrofon haben. Nee, ich glaube, das ist ein anderes Problem. Ja, dann ist das die Verbindung. Dann ist das die Verbindung, ja. Nee, das hatte ich gestern schon. Die Verbindung in den Zügen mal wieder, ne? Das hatte ich gestern aber auch schon mit dem Kevin. Dass der mich nämlich schlecht hören konnte. Ja, mit Kevin mache ich dann ja nächste Woche eine Einzelsitzung. Ja. Also, wenn von euch das nicht halten möchte, ich euch vielleicht sehr gerne. Wenn jemand überraschend Zeit haben sollte. Ja, gut, dann müssen wir gucken, weil es ist halt vielleicht dann auch ohne Ton, weil es ist halt unter der Woche. Nein. Ja, Oh mein. Jo, mein, ich schon nicht so viel Zeit, gell? Ich glaube, die gesamte Stadt wird sich wird freuen, wenn du eine Pause ausgeht. Ich verstehe gerade auch wieder ziemlich wenig, ehrlich. Schlaf oder Times Set Day? Times Set, meinetwegen. Okay, schon passiert. Okay. Ich sehe das blaue Zeug. Und es ist nicht Lapis Lazuli. Da liegst du. Das ist alles, ne? Ich habe gerade ein bisschen Probleme mit meinem Dripstone. Das Ganze, du brauchst mehr Drip. Ich brauch mehr Drip, ganz das ist ja eindeutig. Ja. Diese Fabrikation, Alter. Voll. Leiter, ich kann nichts mehr wegpacken. Ich glaube, ich brauche ja, so geht's mir auch gerade irgendwie. So. Hallo, liebe Leiter von Leiter. Pass auf, ihr werdet angezeigt. Er hat damit gedroht, dass er jeden anzeigt, der ihn angeblich. Honk, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin so, ich zitter jetzt schon. Ja, vor Aufregung. Ja. Vor dieser tollen Session, der Aufregung von dieser tollen Session. Echt, ein. Like. Das. So. Wieder hoch. Ich verbrauche jetzt so viel Erde, aber das kommt ja eh gleich wieder weg. Also. Aber das ist ja keines Problems von Herrn H. Wir sind ja nur große Fans von ihm. Muss ich nicht kopieren. Ja, genau. Riesengroße Fans. Vogel. Wir sind ja nur die Fans, ne? Ja. Fans, offen, ja. Ganz eindeutig. Es ist heute. Ich hoffe echt, die Verbindung wird hier besser noch im Laufe der Zeit hier. Ui, das wird kritisch. Ja, ja. Kritische Situation. Und jetzt sollte ich verschwinden. Ja, sehe ich genauso. Also du meinst jetzt die Verbindung nach Hamburg, die sollte hoffentlich besser werden, meinte ich. Ja, der. Aber man muss ja auch nicht mein Geblubber die ganze Zeit. Ich will mich auch zurückhalten, damit die Quatsche. Ich glaube, das Problem ist ja nicht mal, dass Honk in Hamburg ist, sondern dass wir in Bayern sind. Ja, das könnte auch sein, ja. Vielleicht ist ja irgendwie so eine Aufreiß gestellt, ne? Also, ja, dass die Daten von uns. Unfassbar. Muss man sich das erlauben darf. Oder erlauben. Oh Gott, ich bin gerade so in die Garten. Hau mal da mein Diarit weg. Man merkt, glaube ich, dass ich nicht immer aktiv Minecraft spiele, weil ich hier gerade ein bisschen ungeübt bin. Heute.
Uiuiui. Ja, yes, yes. Kaum betrete ich den Hintertor, kommt der Gast. Ah, ja, da. Kann ich denn keinen Kessel machen? Also wirklich, um ehrlich zu sein, ich will nicht Jabs Katze treffen. Nee, das will ich auch nicht. Welche Katze? Jabs, der Entwickler von Minecraft, ja, dessen Katze ja das Gas war. Ja. Also, ich hab ja schon mal. Was machen wir nochmal? Da sitzen. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Diamanten. Ich bin traurig, mich nicht, sie zu holen. Ach, ja. Wo bist du denn? 6 Dias? Ja. Wo hast du das? Ich bin hier gemeingefährlich unterwegs. Leute, ich habe kein Eisen mehr, ich muss runter. Ich habe genügend Eisen. Du kannst bei mir vorbeikommen. Okay. Ich habe auch genügend Wege, Eisen zu kriegen. Ja, wie gesagt... Weil ich mit eiserner Faust regiere. Ich will jetzt eigentlich nur... Mir fehlt ein Eisen zu einem Kessel. Ja, warum gehe ich denn... Ja, ich muss über... Ich gehe über Nether ganz schnell. Ne? Ich gehe ganz schnell über Nether. Ich will Villager holen in der Session. Ich will mein Dorf soweit im Grundriss aufbauen. Und es ist übrigens... Oh, willst du, es ist übrigens... Dorf in der Nähe? Ich würde sagen, ich nehme einfach von diesem Plainsdorf da was, oder? Da, wo du auch den Villager her hast, ne? Alle okay? Auch was meinst du? Ich verstehe dich so schlecht, die Leitung. Leitung. Ich meine nicht den Villager mitnehmen. Uh-huh. Kann man mich verstehen? Ja, einigermaßen. Ja, wenn du laut sprichst, geht's immer super. Okay, dann muss ich ganz, ganz laut sprechen. Ja, genau. Warte mal. Ja, dann muss ich vielleicht nochmal die Mikrofonempfindlichkeit ein bisschen höher stellen. Ja, warte mal. Das könnte passen. Nein, ein wildes Kittenkummler ist aufgetaucht. Ja, ein wildes Kittenkummler. Das schaut gerade nach Eisen. Es ist so. Hier. Oh, die wertvolle Truhe. Ich nehme mal ein klein wenig. Okay, thank you. Okay. Thank you, boy. Okay. Hast du dir gerade überhaupt etwas genommen? Ja, ich habe mir ein paar Eisen genommen. Lustig, ich hab's gar nicht gemerkt. Ganz lustig. Nehmen wir noch was mit Tee hier. Auch TNT schlürft. Oh, ja, ein Tee. Gemacht in Indien. TNT. Ja, also man sollte nicht eine Tasse TNT trinken. Nee. Kritische Situation. Kritisch, ja. Ja. Aber jetzt stell dir vor, die Luft sprengen und mit Elfen macht TNT, aber kriegt das mit Tee? Ja. Hat irgendwer ausdrücklich Tee bestellt? Nein, TNT. Wie soll ich jetzt meinen Stein mit Tee, mit Eis und Asaf? Du musst aber wieder ein bisschen lauter reden, weil ich hier jetzt kommt wieder so an. Das hört sich doch fast schon wie diese Discord Hintergrundgeräusche Unterdrückung an, oder? Ja, aber das ist doch, kann doch nicht plötzlich irgendwie drin sein, oder? Ja, bei mir war es auch irgendwie drin. Ja, dann right. Schau doch mal in den Einstellungen vielleicht. Ja. Warte mal, ja, Leute, bitte weg. Ja, ich mache ein Video gleich. Was? Aktivierung, Empfindlichkeit. Oh, geil. Ja. Server, ne? Serverabsturz. Oh, ausgerechnet jetzt. Ich im Discord, ne? Ja. Nach fast einer Stunde neuen Server suchen, sind wir wieder zurück.
ich habe absolut keinen Plan, was ich machen wollte. Ja, genau, ich habe die Kessel platziert. Okay, jetzt geht's ans Villager holen. Genau, das war mein Plan. Aber zuerst muss ich ein Haus für die Villager bauen. Und dafür brauche ich Material für die Villager. Hallo lieber Herr Kittenkurmler, hallo lieber Tobi, Anmoderation ist vorbei. Ich habe den Leuten auch schon erklärt, dass wir jetzt auf einem anderen Server sind. Ja, jetzt zahlen wir wieder. Und Leiter von heute, falls ihr mehr Let's Play Together wollt und so ein bisschen unter die Arme greifen wollt, das kostet ja alles irgendwie was, so einen knappen 20. Und meine beiden Mitspieler, Tobi Pick from a High Place. Ach ja, Friede seiner Asche. Apropos Sprache, ich spule jetzt nicht auf Bayerisch, weil ehrlich gesagt, ich will ein bisschen vorankommen und da ist es teilweise bei manchen Bezeichnungen ein bisschen hinderlich. Jo. Lass mich das mal kurz zu Ende bringen. Also, liebe Leute von heute, die ihr da draußen zuschaut, es gibt ja einige, die eine spezielle Vorliebe hier für das Let's Play Together haben. Ihr könnt über den Link in der Videobeschreibung an PayPal Kohle überweisen, sodass ihr den Server hier mit unterstützt. Als Betreff haut ihr dann halt Serverkosten rein in die Überweisung, dann weiß ich ganz genau, dass das nur dafür gedacht ist und nicht für meine Nutten, meinen Koks und meinen Schnaps. Super. So, jetzt bin ich aber auch durch mit dem Kram. Ja. Okay, alles klar. Upsala. So. Alter, ich muss Zuckerrohr farmen. Ich hab hier eine Zuckerrohr farmen. Nee, kannst du denn das auch alles aufnehmen? Ja. Leite. Hast du genug Platz im Inventar? Ja, leite. Ich hab ganz viel Platz im Inventar. Oh, ja. So, weil das Inventar jetzt hier auf dem Meet-Server größer ist, nein, wird's geben wir es knapp. Nein, wir benutzen keine Mods, liebe Leute. Nee, sonst fangen die Leute an zu motzen, wenn wir Mods benutzen. Die Domäne der schlechten Wortwitze ist wieder am Start. Jo. Und ich fürchte, ich muss auch hier die Game Sounds mal ein bisschen runterdrehen, weil es ist tatsächlich wirklich unerträglich, glaube ich, sonst. Optionen. Bin ich denn jetzt auch wieder zu verstehen oder ist immer noch Discord? Es ist wundervoll, wirklich. Das war anscheinend wirklich die Discord-Einstellung vorher und nicht die Leitung. In die Honse stoppt, ne? So, und als wäre gerade die Bestätigung fällig, hast du eben gestottert. Ja, super. Ja. Jetzt wird wahrscheinlich bei dir irgendwas kaputt gehen. Jetzt gleich raucht dein Rechner ab und du kannst nicht mehr aufnehmen. Ah. Leite, ich kann nichts mehr aufnehmen. Meine Festplatte ist voll. Oh. läuft eigentlich ganz gut jetzt mit dem Server, habe ich irgendwie das Gefühl. Wunderbar. Dann mal schöne Grüße an die Vögel von Zap Hosting. Da habt ihr ja diesmal tatsächlich irgendwie mal was auf die Kette gekriegt. Wow, incredible. incredible. Okay, wo baue ich mein Villager-Haus? Ich muss hier erstmal ein paar Bäume weghauen, weil hier ist tatsächlich noch... Aber hast du die Ding auf hart gestellt, die Welt? Nein. Nein. Um Jottes Willen, nein, das tue ich doch nicht. Das macht der Honk doch nicht. Ich als Minecraft-Noob, ne? Ja, ich bin dir sehr verbunden. Aber das heißt leider auch, dass Slimes nicht so gut spawnen. Das ist nicht gut für mich. Ich kann drauf verzichten. Okay. Aber, ja. So, liebe Leute, ich habe jetzt 30 Stämme. Das sollte doch ausreichen für ein kleines Villager-Haus. Hier irgendwo in der Nähe, Leute. Ach so, ist eine Villager-Tönnies-Grube jetzt. Ja, genau, die Villager-Tönnies-Grube. Ich muss jetzt mal kurz nach Honky Island. Ja, zu battlen. Ich wäre jetzt beinahe schon viermal gestorben bei den lieben Piglins. Bei den lieben Piglins. Jetzt geht das wieder los. Ja. Leute. Ich klau mir ein paar Kartoffeln von dir und esse roh. Ja, die kannst du gerne haben. Meine Axt ist kaputt. Ich muss mir eine Axt craften. Und ich habe kein Eisen mehr. Ich muss auch noch in die Mine. Es heißt Essen. Wenn schon, heißt es Essen. Okay.
Wir wollen hier alles korrekt machen. Nicht, dass uns jemand unterstellt, ihr habt mich inkorrekt kopiert. Das geht nicht. Kartoffeln. Ich rufe die Polizei. Danke, sehr geehrter Hunk. Bitte, sehr geehrter Herr Tobi-Pick. Bitte, geehrter, genau. Dessen richtigen Namen ich kenne, aber hier natürlich nicht aussprechen werde. Yeah. Ansonsten rufe ich die Polizei. in dem Falle wäre das sogar gerechtfertigt, weil das wäre, damit würde ich in dein Persönlichkeitsrecht eingreifen. Du hast mir ja nicht Erlaubnis gegeben, deinen realen Namen hier zu nennen. Und insofern, also das könnte teuer werden, wenn du mich da bei der Polizei ansperrst. Also nur mal so als Idee, falls ich mich mal versprechen sollte.